Ja, hallo Jörn, ich freue mich, dass wir zwei Zeit zusammen heute haben. Das ist der sechste Impftanz und heute haben wir, ja, ich würde sagen, so ein bisschen empathisches Gespräch unter Freunden, weil wir zwei kennen uns viele, viele Jahre. Wie viele weiß ich jetzt schon gar nicht mehr über die GfK, haben zahllose Stunden miteinander verbracht. Also wir kennen uns gut. Wir haben nicht ein Thema miteinander, du und ich. Das ist heute nicht die Idee oder das Setting, sondern ich weiß eben von dir, weil wir uns eben kennen, dass du auch eine emotionale, auch intensive, berührende Geschichte hast wegen dem Impfthema mit deiner Frau. Und da haben wir uns gedacht, das könnte spannend sein. Ja, wenn ich dir einfach zuhöre, so wie ich dir als Freund, als empathischer Freund, der eben was weiß über Empathie und gewaltfreie Kommunikation, dir zuhöre, deine Geschichte höre, ohne dir die klassischen Ratschläge zu geben oder zu sagen, ja, du hast ja so recht, das versuche ich wegzulassen, in der Hoffnung, dass das hilfreich ist für Leute zu hören. Und dann gucken wir, wo es hinführt. Das wissen wir nicht, das haben wir nicht geplant. Und dann gucken wir einfach, was passiert. Ja, also meine Erwartungshaltung ist, dass mir das gut tut und gleichzeitig spüre ich schon, dass es einen Unterschied macht, ob wir uns jetzt einfach so per Zoom getroffen hätten oder ob jetzt eine Kamera läuft. Das Das ist ist schon einfach ganz so. spannend. Auch obwohl ja in diesem Augenblick überhaupt niemand zuhört. Also auch bei mir ist es schon so, als würden welche zuhören, weil man weiß ja, dass nachher welche gucken. Genau. So. Na, und ich vertraue darauf, also so geht es mir oft, dass wir das auch ein bisschen vergessen dann vielleicht im Verlauf von dem Gespräch. Guck einfach. Ja. Okay, gut. Also ich bin und vorab, ich bin dir auch dankbar, weil ich weiß, das ist auch persönlich und verletzlich und intim. Und es ist ja auch irgendwie sich ein bisschen zeigen mit was. Und man weiß nicht, wer da zuguckt und wie die reagieren und ob es dann irgendwelche Kommentare gibt, die einem gefallen oder nicht gefallen. Ich finde das schon auch, ich möchte das wertschätzen. Das ist was Besonderes, sich mit so persönlichen Sachen einer unbekannten Öffentlichkeit irgendwie zu zeigen oder so. Ne? Macht mich nicht jeder. Also danke für das Vertrauen. Ja, also eingangs. Ich mag einfach gerne, wenn du magst, so ein bisschen zu, das kannst du erzählen, das will ich nicht vorwegnehmen. Ich weiß, also was wir sagen können, wir sind ja beim Impftanz, du und deine Frau. Ihr habt da unterschiedliche Ansichten, und das, was ich von dir weiß, ist, dass das echt schwer war. Wie schwer es jetzt noch ist, weiß ich nicht. Du hast mir erzählt, boah, das hat richtig hart Spannung produziert, bis zu dem Punkt, wo Trennung im Raum stand sogar. Und dann hast du aufgrund der Impftänze mal rückgemeldet, dass dich und euch das voll berührt hat und dass das auch was gemacht hat, dass es irgendwie was erleichtert hat, was in Bewegung gebracht hat, so dass es also, was ich weiß, viel mehr eigentlich nicht. Und wenn du magst, kannst du einfach mal erzählen, wo auch immer du anfangen magst, wie das war. Erstmal für dich vielleicht. Ja, wir sind jetzt zusammen und wie du das erlebt hast und was da schwierig oder berührend für dich war. Also für mich ist schwierig, dass es nicht nur ums Impfen geht und dass es nicht einfach eine Frage ist, wie zum Beispiel so eine Grippeschutzimpfung. Da könnte man ja auch diskutieren und könnte auch unterschiedliche Meinungen zu haben, sondern dass das gleich in so eine Ecke, ich vertraue meiner Umwelt nicht und die wollen uns Böses und die wollen dich reinlegen und du bist ihnen übrigens auch schon auf den Leim gegangen. Ne? Also eine Freundin, mit der sie viel unterwegs ist, die hat mir einmal in den Kopf geworfen, als ich ihr gesagt habe, ich höre den Corona-Update vom NDR. Ich hätte mich schon indoktrinieren lassen. Und das macht was mit mir, wenn mir jemand das was sagt. Ne? Und ich denke, eigentlich gebe ich mein Bestes, um irgendwie so halbwegs informiert zu sein. Das ist schon länger her. Und dann dass das Indoktrination hört, weil ich eben der falschen Quelle zuhöre, dass irgendwie und jemand anders sucht auch aus, was die richtige Quelle ist. Oh Mann, ich merke richtig, könnte ich ärgerlich werden. Ne? Ja, also da kommt direkt die Intensität hoch, da kommt der Ärger hoch und unten drunter, ich vermute, ist da auch einfach was Trauriges, was Verletzliches. Also was so, ich mag so ein bisschen reflektieren zwischendrin, was ich höre, ist, das ist gleich größer als Impfen, wo du sagst, das geht nicht nur um Impfen und nicht Impfen, sondern das Thema ist gleich viel breiter. Und was ich höre, ist, dass du dich da, ja, einer ganzen Menge
doch Bewertungen und Vorwürfen ausgesetzt gesehen hast. Ja, von wegen du bist da den bösen Leuten auf den Leim gegangen, alle versuchen euch, uns da zu verarschen und zu hintergehen, und du hörst den Corona-Update und du bist schon selber indoktriniert und dem auf den Leim gegangen und hörst die falschen Quellen. Und jemand anders entscheidet aber und weiß, welche die richtigen oder die falschen Quellen sind. Während du, das ist bei mir sehr stark angekommen, während du eigentlich dein Bestes versuchst, dich gut zu informieren, in dem, was du glaubst, hier und da hinzuhören und abzuwägen ohne böse Absichten und für dich zu entscheiden, was passt. Und das macht was mit dir. Also das Erste, was ich gehört habe, ist, ja, da kommt Intensität, da kommt Ärger hoch in dir. Genau. Inzwischen ist es auch so, dass ich nicht mehr mein Bestes gebe, mich zu informieren, weil ich das als nicht so erfolgreich für mich empfunden habe. Mhm. Ja, also zum einen fand ich am Anfang das Corona-Thema auch, sagen wir mal, aus naturwissenschaftlicher Sicht interessant. Ich bin ja kein Biologe und da kommt man dann dauernd an Sachen vorbei, die ich noch nicht weiß, die aber irgendwie doch interessant sind. Und das hat sich dann so fortentwickelt, dass ich auch den Überblick verloren habe. Am Anfang war das noch verdaubare Häppchen für mich, und inzwischen gibt es halt so viele Informationen und auch Studien, dass das für mich, also dass ich da total voll lost mich fühle. Hm. Also insofern hat das dieses wissenschaftliche Interesse ein bisschen nachgelassen, und ich habe gemerkt irgendwie, dass Menschen, mit denen ich rede, und das ist auch bei Heilung der Fall, dass sie gar keinen Wert legen auf wissenschaftliche Informationen oder gut aufgearbeitete Sachen. Ne? Am Anfang habe ich noch teilweise, dann kommt dann irgendwas, wo ich dachte, das ist immer eine schräge Meinung, im Internet ein bisschen recherchiert und auch geguckt, ob das stimmen kann oder nicht. Aber dann bin ich den ganzen Nachmittag beschäftigt, um irgendeine Aussage zu widerlegen. Und dann braucht sie dann, also das ist im Moment, da sind wir schon wieder im etwas konstruktiveren Modus, aber es gab Zeiten, und dann braucht sie dann 5 Sekunden und hat dann mir die nächste komische Sache an den Kopf geknallt, wo ich dann wieder den ganzen Nachmittag forschen kann. Ja, also da, ja, also was eingangs gesagt, inzwischen gebe ich nicht mehr mein Bestes, so spielerisch, ne, so ein bisschen, so, ich weiß nicht, ob es eine Überforderung ist oder so ein Aufgeben, wo du sagst, du bist auch kein Biologe, und inzwischen die Flut der Informationen und der Daten, denen du dich ausgesetzt hast, siehst du gar nicht, wie du denen Herr werden kannst und auch, was der produktive Nutzen davon ist vielleicht, ne, die alle reinzuziehen. Im Kontakt mit anderen Menschen und mit Heidrun, und sagst, hast du viel, also ganz offensichtlich viel Zeit und Energie, wenn du dann irgendeine abstruse Information gekriegt hast, dann viele Stunden zu benutzen. Selbst, also ich habe gehört, selbst mit der Brille, ja, mal gucken, ob da was dran ist. Kann das wirklich sein? Also mit einer gewissen Offenheit und dann da viel Zeit investiert hast, aber ohne, dass das irgendwie gefühlt groß was erfüllt, dir oder euch. Ne? Das ist mehr Spannung. Das hat uns nicht näher zusammengebracht. Hat euch nicht näher zusammengebracht, ja. Und das wurde dann einfach weggewischt. Ja. Und dann ist okay, also wenn das uns nicht näher zusammenbringt, am Ende vielleicht sogar noch mehr Spannung, weil du hast ja wieder die falschen Quellen vielleicht, vermute ich jetzt mal so, und dann fragst du dich, warum soll ich das tun? Naja, das ging. Also ne, wenn ich nachfrage, wenn ich jetzt da gucke, ist das für dich überhaupt, oder sagst du dann sowieso, das ist wieder hier, Bill Gates hat irgendwas anders gemacht oder sowas. Und wir haben uns also schon auch dann vorher drauf geeinigt, aber es ist halt auch mühselig. Ja, es kostet viel Zeit und Energie, ne? Und der Nutzen ist nicht so groß. Und du hast dich jetzt hauptsächlich bezogen auf andere oder auf Heidrun. Hast du auch für dich persönlich, es geht ja jetzt nicht nur um andere Menschen, sondern auch für dich irgendwie Klarheit zu haben, war da auch ein Punkt, wo du sagst, weil ich habe einfach meine Klarheit vielleicht, ich muss nicht ständig noch mehr Belege dafür finden. Also ich bin jetzt selber zurzeit unklarer als vor einem halben Jahr. Mhm. Und ja, also ich habe kapiert, dass ich da nicht so viel weiß und damit leben muss. Aber es ist irgendwie nicht angenehm. Mhm. Also ich merke schon, dass ich sehr gerne eine, wie man so schön sagt, eine autoritative Quelle der Wahrheit hätte. Mhm. Ne? Und was ist die denn? Ne? Und, ja. Ich weiß, als ich Kind war, mein Vater, der hat dann ins Lexikon geguckt.
Ich habe eine Zeit lang Wikipedia sehr ernst genommen, aber da gibt es dann auch Leute, die da sagen, dass es Gründe gibt, die dagegen sprechen. Ich finde das schwierig. Ja, das finde ich ganz spannend gerade und es resoniert auch bei mir und ich echt traurig auch. Du sagst, ich bin mir jetzt unklarer als zuvor, als vor einem halben Jahr. Ich habe weniger Sicherheit und weniger Klarheit und es fühlt sich nicht gut an. Da will ich nur mal, also wenn du es, weiß nicht, ob es jetzt gerade da ist, wie fühlt sich das an? Zu wissen, ich werde dem nicht Herr und ich habe die Klarheit nicht, sogar weniger als vorher. Das ist ein bisschen wie so ein mulmiges Gefühl im Bauch. Wie soll ich das beschreiben? Also jetzt, wo ich gerade dran denke, ja, vor allem mit dem, es ist weniger als vorher, ist das ein bisschen so, wie wenn du in der Achterbahn sitzt und dann geht es runter und plötzlich hast du ein ganz komisches Gefühl im Bauch. Ich weiß, das kennst du bestimmt, ne? Wo du denkst, irgendwie der Magen hebt ab oder sowas. Ja. Wenn der hebt, ich sitze hier ja ganz, ganz entspannt eigentlich und bewege mich kein bisschen. Aber dieses irgendwie, was passiert denn jetzt? Es steckt da vielleicht hinter. Aber es ist auch nicht so schlimm beunruhigend, wie ich befürchte, dass du jetzt denkst. Weil ich ja schon seit vielen Jahren auch darüber nachdenke. Was ist eigentlich Wahrheit? Was weiß man wirklich? Und wenn ich darüber nachdenke, also wenn ich diesen Gedanken zulasse, mich erinnere an, ich sag mal, so ein bisschen philosophische Sichtweise der Dinge, die ich mir angewöhnt habe, dann geht das sofort weg, dieses Magengrummeln. Ja, spannend. Weil ich dann sage, das gilt für alle Dinge. Ja, Und weil dann es gibt. weiß ich, dass ein Kilogramm ist. Ja, das inspiriert mich gerade. Also, A, höre ich, du bist nicht in heller Panik, wie ich vielleicht denken könnte, denke ich gar nicht. Okay. Aber es macht halt eine subtile Unruhe, wenn du dich drauf einlässt. Ne? Ja. So ein enges Gefühl, irgendeine Art von Angst ist wahrscheinlich zu stark, aber so eine Unruhe, so eine Besorgtheit, so ein mulmiges Gefühl, hast du gesagt. Ne? Was so, ah, es ist so was Diffuses und ich kann das nicht richtig greifen. Ne? Ich rate mal so, dass es irgendwie mit Sicherheit, mit Klarheit, mit Orientierung zu tun hat, ich gerne wissen möchte. Du hast so gesagt, ich hätte gerne autoritative Quelle. Die sagt, das ist so, und dann kann ich mich zurücklehnen und sage, ich muss das ist so. Und dann weiß ich, das ist so, und da kann ich mich drauf verlassen, kann ich drauf vertrauen. Und ich muss nicht noch mir 100 Gedanken darüber machen. Ja, das macht das Leben so furchtbar einfach. Ja. Wenn ich mir das vorstelle, wie, sagen wir mal, früher gab es mal gut geschriebene Handbücher für Computer und dann steht dann drin, das ist so implementiert und dann weiß man das. Ja. Ja, dann weißt du, der Befehl macht das und er macht nicht was anderes. Und du musst auch Ja. nicht darüber diskutieren, ob jetzt das der Output und ob das wirklich das ist, was in der Festplatte ist oder so, sondern das weiß man halt einfach. Ja. Und du musst nicht noch drei Bücher lesen oder andere Quellen, ob es vielleicht nicht doch was anderes macht oder das so nicht stimmt. Genau. Ne? Und das haben wir jetzt nicht. Und das ist, da bin ich sehr mit im Boden. Ich glaube, die meisten, was wir irgendwie aushalten. Und gleichzeitig habe ich auch gehört, aber wenn du dann dir irgendwie ins Bewusstsein rufst, naja, das ist bei der größten Teil von allen anderen Sachen auch so. Da gibt es diese Diffusität oder wie auch immer man das nennen will, mit der muss man einfach irgendwie leben. Ne? Dass viele Sachen sind nicht 100% klar. Ja, und trotzdem kommt ein Organismus damit ja gut aus. Also Ja. nicht nur ein Mensch, Tiere ja auch. Die wissen ja auch nicht alles immer so ganz philosophisch gesehen genau. Und trotzdem leben die. Und ich lebe auch. Und ich weiß irgendwie, wenn ich mir einen Herd dran mache, wie ich was zu essen mache, wenn ich Hunger habe zum Beispiel. Oder was Ja. könnte ich denn tun, wenn ich friere oder sowas. Da Ja. habe ich gewisse Erfahrungen. Und da denke ich ja auch nicht wissenschaftlich drüber nach. Wo habe ich Kälte im Rücken und was hast du für Wärmeleitkoeffizienten von der Decke? Oder da könnte man sicherlich auch wissenschaftlich irgendwie ganz viel an Daten rauskriegen, was ich aber einfach gar nicht mache. Ich merke das dann schon, ob mir warm ist oder kalt. Ja, Gott verlässt sich einfach auf dein Gefühl und das funktioniert auch bei vielen Sachen gut. Ne? Bei Pandemie und Impfung und Krankheit funktioniert es weniger gut. Ne? Da ist es viel diffuser, das lässt sich nicht so leicht erfüllen. Ne? Ja, da mache ich das, was die Schulmedizin mir rät.
Wohl wissend, dass das natürlich nur statistische Zahlen immer sind. Auch zum Beispiel die Tabletten, die ich nehme, wegen Cholesterinspiegel, um später mal keinen Herzinfarkt zu haben, als Beispiel. Ja? Ja. Das ist bei mir so an der Grenze, ob man das wirklich braucht oder nicht. Dann gibt es auch im Internet Artikel, ob man das braucht oder nicht. Und es gibt einen Arzt, mit dem ich geredet habe. So, und ich habe da im Internet ein bisschen gestöbert und das ist schon ein paar Jahre her. Das führte zu mehr Verwirrung als Klarheit bei mir und auch zu einer ablehnenden Haltung. Und habe dann im Endeffekt gesagt, also entweder ich vertraue mich dem an, weil das mein Hausarzt ist, den kenne ich schon lange, der kennt auch mich. Und irgendwie hat er auch nichts davon, mich kaputt zu machen. Ja. Und mache, was er sagt. Und wenn ich eigentlich nicht bereit bin, das Wasser, dann brauche ich eigentlich auch nicht zu ihm hingehen. Dann wäre es eigentlich schlauer, sich jemanden anderen zu suchen, dem man vertraut. Ja. Aber warum sollte ich diesem anderen dann vertrauen, ja? Und so habe ich mich einfach entschieden. Der ist halt im Ort, wohnt er, wo, also wohnt nicht, aber hat seine Praxis in dem Ort, wo ich leicht hinkomme. Das ist das Auswahlkriterium. Wir haben hier nicht fünf Ärzte oder sowas, sondern nur einen. Und zu dem gehe ich halt. Ja. Ja, ich hatte mal einen Arzt, wo ich nicht so ein tolles Vertrauensverhältnis habe, da bin ich nicht hingegangen, sondern lieber ein Stück weiter mit dem Auto gefahren. Ja, So. ja, ja. Und ich bin da sehr dabei, was du sagst, was du hast mehrfach angesprochen, Vertrauen, ne? Und da höre ich so ganz, ganz deutlich dieses Bedürfnis nach Vertrauen und wie das auch eine Entscheidung ist. Ne, für eine Erleichterung, naja, ich gehe zu diesem Arzt, ich entscheide mich, auch wenn du es niemals 100% wissen kannst, ich vertraue dem. Und dann orientiere ich mich auch Genau. und vertraue ich aber auch seinem. Und ich glaube sogar, dass, dass der bestimmt nicht der beste Arzt der Welt ist. Das ist blöd. Also du hast so schön gesagt, ja, warum sollte ich dann hingehen? Also wenn ich ihm nicht vertraue, dann mache Ja, ich, also ich, nicht. Ah, du ich warst, da war eben, die Leitung hat gestockt und ich habe, falls du was gesagt hast, noch nichts gehört. Ich habe auch gemerkt, dass die Leitung gestockt hat, habe dann nichts mehr. Also der letzte Satz war, dass ich ziemlich sicher bin, dass dieser Arzt, zu dem ich gehe, dass es nicht der beste Arzt der Welt ist. Ich gehe aber trotzdem dahin, weil es halt einfach ist. Ja, es ist vielleicht noch nicht mal der beste Arzt von denen, die im Umkreis von, sagen wir mal, 20, 30 Kilometer für mich mit dem Auto erreichbar wären. Ich mache mir auch nicht die Mühe, die Ärzte alle auszuprobieren. Ja. Und ich vermute, korrigiere mich, es geht gar nicht im Wesentlichen darum, dass er der beste Arzt ist, aber ich glaube, ich höre so, du vertraust ihm, dass er zumindest das Beste tut, was er kann und dass er dir wohlgesonnen ist. Dass er nichts Böses im Schilde führt und dass er Genau. nach bestem Wissen und Gewissen dir das sagt, was er glaubt, was gut ist. Ja, ich glaube, der möchte seinen Job auch gut machen. Ja, und das scheint mir das Entscheidende zu sein, ne, dieses Vertrauen ihm zu schenken, so wie du halt auch dich entscheidest, wenn wir zu Corona zurückkommen, bestimmten Quellen oder Informationen dein Vertrauen zu schenken. Ne? Ja, und das Und. sind die, denen ich auch schon vertraut habe vor Corona. Also ich habe vorher auch, also ich bin schon, würde mich schon sagen, als würde man heute, das ist ja fast schon ein Schimpfwort, wissen als wissenschaftsgläubig. Also ich traue dieser Methode, dieser naturwissenschaftlichen Methode, habe ja auch Physik studiert. Und sagen wir mal, ich vertraue auch den öffentlich-rechtlichen Sendern mehr als beispielsweise RTL und auch mehr als beliebigen YouTube-Leuten, die was erzählen. Und jetzt kommt es ganz Spannende. Es sei denn, ich habe schon viel von denen gehört. Es gibt ein paar Menschen, die YouTube-Filme machen, denen ich total vertraue in dem, was sie erzählen, obwohl ich die persönlich noch nie getroffen habe. Spannend, ja. Also das finde ich einen ganz spannenden Aspekt, wie dieses Vertrauen entsteht und wie jetzt bei dir persönlich einfach die Entscheidung ist und die ist vor Corona gefallen. Das ist nicht, ne, das ist ganz spannend. Ich vermute, dass es bei vielen anderen auch so ist. Das ist ja nicht erst jetzt seit Corona so, aber das eskaliert solche Unterschiedlichkeiten in der Beziehung zum Beispiel. Du sagst, dass ich komme aus der Wissenschaft und ich habe auch vorher schon der wissenschaftlichen Methode, was gern mal heutzutage schon ein Schimpfwort ist, du bist ein Wissenschaftsjünger oder der Religion, ne?
Du sagst, das, aber das ist dem ich vertraue, was ich für am sinnvollsten halte. Und du sagst, ich vertraue den öffentlichen rechtlichen Medien, ne? Wo dann wieder, ja, du bist vielleicht ein Schlafschaf, du glaubst einfach diese Sachen, dieser gesteuerten Medien, hast du jetzt nicht gesagt. Aber du vertraust denen mehr als YouTube-Videos oder anderen. Und dann ist ganz spannend, wie Vertrauen entsteht, wo du sagst, aber es gibt ein paar Ausnahmen, wo du viel gehört hast, dann ist das eher so ein Gefühl vielleicht, wo du sagst, ah, ich glaube, der meint es gut vielleicht, wo du auch welchen vertraust, wenn du ja viel gehört hast von Das ihm. hat vielleicht was mit einschätzen können zu tun. Es gibt einen YouTube-Kanal, den ich gucke. Da ist jemand, der hat Forstwissenschaften studiert und erzählt Sachen über den Wald, was ich interessant finde. Und der hat schon auch echt Ahnung davon, ja. So, aber manchmal kommt da auch so Themen, so, wo er keine Ahnung hat. Also das ist immer ganz süß, wenn es mit Physik zu tun hat. Er sagt doch selber, dass er keine Ahnung hat und er redet so. Also es ist auch Das sind Sachen, die könnte ich so nicht sagen, ja, als Physiker. Das ist zu stark vereinfacht einfach. Sagen wir mal, wenn er sich zum Beispiel äußert zur Politik, dann weiß ich auch, naja, das hat er nicht studiert, das ist seine Meinung, das kann ich gut mir anhören, aber das hat für mich einen anderen Stellenwert, als wenn er jetzt erzählt, irgendwie wie so ein Borkenkäfer einen Wald platt macht. Ich kann einfach einschätzen, wovon hat er Ahnung und wovon nicht. Also ich höre zweierlei Vertrauen zu diesem Menschen, aber auch ein Vertrauen in dich, dass du ein gutes Gefühl hast, wo glaube ich, ist es relevant, was er sagt und wo, also dass du einschätzen kannst, welche Informationen, die er sagt, sind relevant und welche, sage ich, ja, okay, das ist nicht sein Feld, also das muss man ein bisschen anders hören vielleicht. Manche Sachen erscheinen mir auch nicht plausibel. Ja. Ich habe schon in meinem Leben oft das gehabt, dass Sachen, die mir nicht plausibel erschienen, sich im Nachhinein auch als nicht richtig erwiesen haben. Ja. Ich sage, das klingt aber komisch. Ja. Wie soll denn das sein? Ja? Ja. Von 0 auf 100 beschleunigt mit einem 10 PS-Motor im Auto. Ja. Ja. Ja? Wie soll denn das gehen? Ja. Und dann stellt sich auch raus, ach, es ist gar kein Auto, es ist ein Motorrad, der braucht nicht so viel, ja? Weil er viel leichter ist. Als Beispiel, ja. Ja. Sowas ist mir schon oft passiert. Und da vertraust du deiner Einschätzung. Und jetzt fällt mir gerade ein, wenn wir nochmal den Bogen schlagen zu euch beiden und eurer Beziehung. In der Hinsicht geht es wahrscheinlich Heidrun ganz ähnlich. Die vertraut auch ihrer Einschätzung, was vertrauensvoll ist und welche, ne, was relevant ist und kommt aber zu völlig anderen Schlüssen als du, die sehr diametral entgegenstehen. Und ich mag nochmal, wenn du es teilen magst und du entscheidest, wie tief du da oder wie offen du da sein willst, um nochmal zurückzugehen, wie war das für dich in dieser Spannung, wo ihr da, korrigierst mich, wenn meine Darstellung nicht stimmt, in ziemlich unterschiedlichen Universen lebt, wo sie sagt, nee, das ist aber so und du bist da auf einem völlig falschen Dampfer und du sagst, das ist so, wie war das für dich? Wie hast du das erlebt? Ich habe das mal jemandem erzählt, dass ich das als Entfremdung empfunden habe. Das ging bis so weit, dass ich denke, eigentlich kann ich mit ihr kaum reden. Also ich kenne die auch kaum. Also angefangen hat das damit, dass ich halt irgendwie dem Drosten zugehört habe, im NDR, und sie hat irgendwie im Internet einem Herrn Bakti zugehört und der hat irgendwie eine andere Meinung und naja, ich habe eines der ersten Videos von ihm mir auch angeguckt und das fand ich Sachen, die er gesagt hat, die erschienen mir einfach nicht plausibel. Und dann habe ich das gelassen. Und ich fand auch, dass das immer abgefahren wurde, was sie an Theorien hatte. Also das ist mich, das Also mich. bis Hanebüchen, ja. Also einmal zu sagen, irgendwie der Impfstoff wird aus Menschenbabys hergestellt, das fand ich schon krass. Also das fand ich so krass, dass ich nicht in der Lage war, darauf etwas zu erwidern. Also mein Sohn hat Ich mir dann weiß. erzählt, was er davon hält, wenn sie sowas sagt. Und das hat mich sehr erleichtert, dass jemand anders das übernommen hat. Ja, aber ich merke richtig die Energie davon. Boah, das macht was. Und was sehr stark eingeschlagen ist, wo du gesagt hast, ich habe den Eindruck, ich kenne sie gar nicht. Oder ich, ne, und das stelle ich mir sehr unangenehm vor. Wenn das ist ja, ich meine, ihr. Sie ist deine Frau und wir sind ja zusammen, weil da Nähe ist, auch eine inhaltliche Nähe vielleicht, von wie man die Welt sieht. Und da, also
Das ist eine starke Aussage, zu sagen, boah, gefühlt, ich kenne sie gar nicht so richtig mehr, zumindest in dem, in Teilen. Ja, das Zusammenleben war auch WG-artig. Mhm. Jeder macht so seins. Und ich meine, das kennst du ja auch, wer Teenager zu Hause hat, die hocken dann in ihrem Zimmer und haben mit ihrem elektronischen Unterhaltungsmedium und so sitzt dann jeder davor. Mhm. Ne? Und selbst wenn wir alle gleichzeitig YouTube gucken würden, jeder guckt ja was anderes. Ja. Und sagen wir mal, dann fingen sie ja auch an, ich habe das am Anfang auch gar nicht kapiert mit den Spaziergängen. Ne? Und sie hat das auch nicht gesagt. Und sie wusste, ich möchte eigentlich, dass sie sich impfen lässt. Und sie wollte das aber nicht. Und sie hält das für total falsch. Und als ich mich hatte impfen lassen, das war relativ spontan, weil plötzlich eine Impfdosis übrig war bei meinem Hausarzt und ich lieber zum Hausarzt gehen wollte als in irgendein anonymes Impfcenter, die mir sowieso erstmal keinen Termin gegeben haben. Und dann kommt sie nach Hause, sie sagt, mein Impfpass da liegt und fragt, dass sie dich impfen lassen. Und ich sage, ja, sagt sie, willst du dich denn umbringen? Wie war das? Und es ist nicht, dass ich, und ich habe gesagt, du wirst kaum glauben, wenn ich mich umbringen wollte, dann würde ich andere Mittel, also würde ich was anderes wählen, als mich gegen Corona impfen zu lassen. Ja? Da kannst du vor Zug springen. Also eigentlich, wenn ich mich sowieso umbringe, dann würde ich mich in der kalten Winternacht total betrinken und nackig irgendwo hinlegen. Dann erfrierst du, dann kriegst du Glücksgefühle. Das ist eigentlich wahrscheinlich der schöne Tod, aber ich finde das so absurd. Während ich vermute, dass dein Bedürfnis ja eigentlich genau war, am Leben zu bleiben, gesund zu bleiben. Also eigentlich... Ne? Nee, damals noch nicht. Also die Erkenntnis, dass ich tatsächlich mich habe impfen lassen, weil ich glaube, dass das für meine Gesundheit gut geht. Also am Anfang habe ich noch lange gedacht, na, ich bin ja noch nicht so alt, ich gehöre nicht zur Risikogruppe und das hieß ja, das trifft irgendwie nur die Alten. Inzwischen weiß ich, na gut, ich bin über 50 und schwer und übergewichtig und ich habe schon ein gewisses Risiko und es ist auch medizinisch sinnvoll, mich impfen zu lassen. Aber damals bin ich in vollem Bewusstsein, habe ich mich impfen lassen, damit, weil das gesellschaftlich einfacher ist. Mhm. Und es war eine große Motivation war, dass ich denke, bei den Pfadfindergruppe, die ich da leite, dass das Eltern das gut finden, wenn ich gesundheitlich vorbaue, um ihre Kinder nicht zu gefährden. Mhm. Das war eigentlich stärker, als bei mir selber zu sagen, es geht nur um meine eigene Gesundheit. Das ist auch so. Auch meine Kinder sagen das so. Ne? Ich lasse mich doch nicht impfen, damit ich gesund bin. Ich lasse mich geimpfen, damit ich wieder irgendwo überall hin darf. Ja, ja. Ganz spannend, ne? Was die verschiedenen Bedürfnisse sind, wo du sagst, nee, Gesundheit war da gar nicht die Priorität, sondern eher da teilhaben zu können, auch, ich weiß nicht, ist das Akzeptanz, dass die Eltern das gut finden von den Pfadfindern, dass du es leichter hast, dass das eine Erleichterung ist bei den Dingen, die du machst. Mhm. Ja. Ja, auch Verantwortungsbewusstsein zu zeigen. Mhm. Ne? So was. Mhm. Und ich finde es krass, dass eigentlich fast alle Leute, die ich nach dem Thema Impfen frage, wenn ich dann frage, hast du Angst, krank zu werden, zu erkranken an Corona, fast alle solche sagen nein. Da frage ich mich, warum ist das überhaupt so ein Riesenthema? Ja, spannend. Ne? Wenn noch keine Angst davor hat. Ja. Oder nur sehr wenige. Ja. Also meine Eltern, die haben Angst, aber irgendwie denke ich, naja, berechtigt. Mhm. Die haben ja auch einen ganzen Haufen Vorerkrankungen. Also das war nicht die Motivation. Und als du dann hörst, sie sagt, ja, willst du dich denn umbringen, wie, wenn du es noch holen kannst, was ist bei dir passiert? Wie hat sich das angefühlt? Ich hatte kurze Unverständnis. Also ich bin ja gerade eben reingegangen in das Thema, wenn ich mich umbringen wollte, würde ich einen anderen Weg wählen. Aber es spielt auch dieses, will die mich jetzt nur ärgern? Hm. Das ist ja gar keine... Ich glaube nicht, dass sie wirklich das wissen wollte. Und nee, darum ging es nicht. Ne? Das war nicht, ja. Also, ne, obwohl ich ja von der GfK her weiß, Leute wollen einen nicht ärgern. Aber es fühlt sich manchmal doch sehr so an. Ja, und gleichzeitig weißt du ja, wo du schon viel gemacht hast, nee, darum geht es nicht. Weder hat sie wirklich gedacht, du wolltest dich umbringen, noch wolltest du dich ärgern. Und da sind wir jetzt an einem ganz guten Punkt. Vielleicht mal reinzufühlen, zu mutmaßen, ein bisschen, was weißt du vielleicht schon, hast du eine Ahnung, was, also es sind wahrscheinlich verschiedene Bedürfnisse bei ihr auch am Spiel, was ist denn bei ihr los,
Ich weiß nicht, ob das gerade ein passender Moment ist, wo sie sagt, willst du dich denn umbringen? Hast du eine triftige Vermutung? Wie ging es ihr da und worum ging es eigentlich? Was hat sie vielleicht für ein Bedürfnis gehabt? Also zumindest glaube ich, sie wollte ausdrücken, dass sie nicht einverstanden damit ist. Hm. Das ist noch einfach für mich. Mhm. So viel ist recht offensichtlich wahrscheinlich. Ne? Genau. Ja. Willst du nicht sagen, wenn du es gut findest? Ich finde das schwer. Hm, ist auch nicht so leicht, ja. Also. Also die eigene Meinung bestätigt zu bekommen, ist erstens, glaube ich, kein Bedürfnis. Und zweitens wusste sie ja schon vorher, dass ich fürs Impfen bin. Ja, das war ja nicht neu. Genau. Vielleicht hat sie sich erschreckt, dass das jetzt plötzlich doch kommt. Könnte es Fürsorge gewesen sein? Weil wenn sie jetzt, wir nehmen mal an, und das scheint ja so zu sein, dass sie tief überzeugt ist, dass Impfen nicht gut ist, dass es gefährlich ist und dass es dir nicht gut tut. Ja, ich finde das so verwirrend. Manchmal ist es so, dass sie sagt, ja, also sie gibt ja auch schon zu, dass es irgendwie Corona auch gefährlich ist. Hm. Also was ich bei ihr jedenfalls weiß, ist, dass sie sich sehr darüber ärgert, dass diese Corona-Krankheit als sehr viel gefährlicher dargestellt wird, als sie glaubt. Und dass sie sagt, dass das künstlich ist. Aber damit ist ja nicht beantwortet, warum sagt sie, warum willst du dich umbringen? Ja, vielleicht will sie auch anerkannt werden, dass auch eine Impfung ein gewisses Risiko darstellt. Weil das ist das, wo wir Streit, also wo wir wirklich Dissens haben. Ist die Impfung risikoreicher oder ist die Krankheit durchzuleben risikoreicher? Mhm. Und an dem Punkt haben wir beide tatsächlich eine unterschiedliche Meinung. Also vielleicht kann das so sein, gesehen zu werden oder eine Akzeptanz zu haben, einfach dafür, und in mir lebt es anders und ich sehe das anders. Darf das auch daneben stehen? Ich finde aber, dann so einen Spruch zu bringen, ist eine total bescheuerte Strategie. Ist nicht die Option. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Ne? Ist nicht die beste Methode, aber deswegen müssen wir halt die Giraffenohren aufsetzen, weil wir können jetzt sagen, das war aber ein Scheißspruch. Das bringt uns aber nicht wirklich weiter. Ja, ja. Ne? Aber das fällt mir unheimlich schwer. Ist nicht leicht. Ja, vielleicht brauchst du da auch noch ein bisschen gehört werden, weil das hat echt, das war für dich nicht schön. Also ich weiß nicht, ob es das Bedürfnis gibt, einbezogen werden. Also aus ihrer Sicht ist es so, ich habe das gemacht, ohne sie zu fragen. Es gab keine richtige Abstimmung. Es war nämlich so, sie war auf der Arbeit und ich habe dann durch Zufall auf einer Webseite von meinem Hausarzt gesehen, dass er noch eine Impfdosis hat und wer bis 12 Uhr kommt, der kriegt ohne Termin, kann die haben. Mhm. So, und zwischen ich lese das und ich war geimpft, das war, lag nur eine halbe Stunde. Und sie war nicht zu Hause. Mhm. Kommt dann nach Hause und wird voll vollendete Tatsachen gestellt. Der Mann macht was, von dem sie überzeugt ist, dass das schlecht ist. Ja, und auch die Angst, der will jetzt möglicherweise, dass ich das auch so tue. Ja. Ich glaube, das spielt auch eine große Rolle, ja. Dass sie nicht, also es ist ja auch lange so gewesen, dass ich ihr nicht die volle Freiheit gelassen habe. Und gesagt habe, nun, wenn du für dich entscheidest, dass du dich nicht impfen lassen willst, ist das für mich vollkommen okay. Den Spruch konnte ich lange nicht sagen. Okay, auch spannend, ne, wo du, also, das muss ich mal im Kopf sortieren. Also du hast so diese Freiheit nicht gegeben oder nicht gesagt, hey, ist deine Entscheidung, mach, wie du es willst. Du hast dir aber die Freiheit einfach genommen, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal. Ja. Könnte das auch was von Gleichberechtigung und von gleichwertig sein? Also mir gesteht er nicht zu, zu sagen, hey, ist deine persönliche Entscheidung, aber seine nimmt er sich einfach, ungefragt. Naja, weil ich ja auch die richtige Entscheidung getroffen hatte. Ne? Das ist ja ganz einfach. Und ich muss ja sie nur dazu kriegen, dass sie das auch tut. Also zumindest damals war das auch noch meine Haltung. Ja. Und die hat sich aber verändert. Frag mich auch, mir kam auch irgendwie so Vertrauen, weil du gesagt hast, also einbezogen sein, ne, ich bin noch nicht so sicher, ist das
schon das Bedürfnis. Ne? Ich glaube, das Einbezogensein oft die Strategie ist, aber wofür? Ne? Sie war nicht da, sie hatte da nichts zu sagen, du hast sie vor vollendete Tatsachen gestellt und da könnte ja die AI, macht es hinter meinem Rücken, er macht es heimlich, macht was, von dem er genau weiß, das finde ich überhaupt nicht gut. Ne? Ob da auch Vertrauen irgendwie eine Rolle spielt, dass Sachen zwischen euch offen sind oder so. Ne? Ich mutmaße einfach. Na, zumindest, ich glaube, ich empfinde sie da ganz große Hilflosigkeit. Ja. Ja, weil sie auch nichts machen kann. Ich meine, egal was ich tue, der macht ja doch, was er will. Ja. Ja. Und das ist auch so. Ja. Also, ja. Wie ist es bei dem Gesundheitsthema? Und wenn dich da gerade mal drauf einschwingst, das ist ein starkes Gefühl, nicht leicht auszuhalten. Ja? Wenn du vielleicht, wenn wir mal annehmen, da ist so eine Hilflosigkeit, ich kann da nichts machen. Der sieht das ganz anders und das ist auch gar nicht gut, wie der das sieht und er macht es einfach. Und ich kann da kann ich nichts dran ändern. Ich muss das einfach hinnehmen, egal wie schlecht ich das finde. Und am Ende setzt er das auch noch für die Kinder durch. Oh. Und das sind ja auch ihre Kinder. Und in der Tat ist es ja auch genau so passiert, als es dann gab. Ne? Und dann wollten die sich impfen lassen. Und die sind ja auch, ich meine, die sind jetzt mit 15 und 16, die sind ja nicht doof. Ne? Und dann sagt sie, ich verbiete das. Und dann sagt er einfach, dann lasse ich mir das von Papa unterschreiben. Damit endet die Diskussion und verlässt das Zimmer. So sind Jugendliche. Ja. Und da, das berührt mich gerade. Und wenn wir da gerade nochmal auf ihrer Seite bleiben können, und das sind auch deine Kinder, ich glaube, da kannst du dich sehr gut drauf einfühlen. Da geht es um Gesundheit, da geht es um Schutz, da geht es um ganz tiefe Dinge und jetzt ist sie fest überzeugt, das ist gefährlich und das ist gar nicht gut. In dem Maße, dass sie sogar sagt zu dir, willst du dich umbringen, nachdem du dich geimpft hast. Und sie ist auch überzeugt davon, dass das nichts bringt. Ja. Und die Gefahr bei Jugendlichen auf jeden Fall durch die Impfung erheblich größer ist, als die Krankheit durchzumachen. Ja. Und jetzt muss sie also hinnehmen, dass ihre Kinder, die sie liebt und schützen will, das machen, obwohl sie das gar nicht gut findet. Was macht das mit ihr? Also ich bin wieder bei dem Thema hilflos, machtlos. Das ist also ein Gefühl des Ausgeliefertseins. Ja. Und wenn man über Bedürfnisse nachdenkt, ne, man wünscht sich Wirksamkeit und kriegt es nicht hin. Überhaupt nicht, gar nicht. Egal, was man tut, man versucht verschiedene Strategien, Aggression, gutes Zureden, all das. Ne? Ja. Und man kriegt keinen Grip. Keine Chance. Und egal, wie sehr und wie heftig ich mich ausdrücke und mich wehre, ich kriege da keine Wirksamkeit. Ich kann nichts machen. Ja. Und das führt zu einer Verzweiflung. Und das ist auch das, was passiert ist. Bei uns war ja die Situation so, dass die Kinder ein, zwei Wochen, bevor sie einen Impftermin hatten, haben sie Corona gekriegt. Und dann habe ich den Arzt angerufen und gesagt, ich sage die Impfung ab, weil jetzt ist zu spät. Jetzt haben sie es schon. Ne? Und dann waren sie eine Zeit lang genesen. Und dann hat die Politik sich überlegt, dass man rückwirkend den Genesenstatus aberkannt. Und dann hatten sie plötzlich von einem auf den anderen Tag ein Problem. Und dann haben wir Gas gegeben mit der Impfung. Und haben dann noch Sachen gemacht, die sie ganz schlimm findet. Zu einem Impfcenter von einem Arzt, den wir nicht mal kennen. Und es ist ja da, es ist tatsächlich. Also so ein Impfcenter, das ist nicht anders wie eine Kuh, die irgendwie einen Brandmark kriegt oder Schafe, die geschoren werden. Also da bist du kein Mensch. Da bist du nackter Oberarm, wo eine Spritze reingehört. Ja, ich habe auch so eine gekriegt. Das ist schon auch nicht schön. Habe ich auch. Hast du selber auch gemerkt, das heißt, es geht nicht so wirklich um den Mensch, das ist nicht so wirklich die Fürsorge, die du dir gewünscht hättest. Genau. Ja. Mich hat das auch gestört und die Kinder hat das nicht so gestört. Für die war das eher so nach dem Motto, das ist wie wenn du irgendwo gehst und so holst dir dein Ticket ab, irgendwas Schönes machen zu dürfen. Das war so deren Stimmung. Wir hatten da kein Problem damit. Und ich bin immer noch bei Heidrun, also Wirksamkeit habe ich gehört und ich denke auch, es geht ja um die Kinder, ihre Kinder, die sie ja, denke ich mal, behüten und schützen will, ne? Vor was sie potenziell gefährlich hält, findet. Hm. Ja. Also wo sie auch, weiß ich, wo sie drunter leidet, ist auch das Thema Klarheit. Als ich angefangen habe,
Also ich hatte irgendwann mal die Entscheidung getroffen, diese Frau nicht verlieren zu wollen. Und dann war ich der Ansicht, dass es nicht so gut funktioniert, wenn ich mich so benehme wie die meisten in meinem Umfeld, die Menschen einteilen anhand des Impfstatus. Ja. Ja, neulich in der Predigt hatte ich das, fand ich, das hat das einer sehr schön gesagt, dass er gesagt hat, also Jesus ist einfach zu allen Leuten gegangen und hat nicht Freund und Feind anhand des Impfstatus entschieden. Und damit ist klar gemacht, dass wir das heute tun, oft. Wer ist Freund und Feind? Das hieß da anhand des Impfstatus. Das ist, finde ich, auch krass, muss ich sagen. Und als ich aufgehört habe damit und angefangen habe zu versuchen, ihm zuzuhören, nicht so sehr erfolgreich fand ich, da kam dann irgendwann mal, kam sie, und das hat was ganz Großartiges war das für mich, dass sie mir gesagt hat, na, ich kann ja eigentlich auch mit gar keinem reden, Oh. außer mit dir. Wow. Weil ich mit der Auswahl, mit welcher Person ich rede, ich weiß, welche Antworten ich kriege. Und das hilft mir nicht. Wie Ja, einsam also das sein muss. wenn sie mit ihren Spaziergängern redet, dann ist schon klar, dass sie die Fahne hochhalten muss und kämpfen bis zum letzten Blutstropfen dafür, dass man sich nicht impfen lässt. Und wenn sie mit anderen Leuten, die wir kennen, redet, weiß sie von vornherein, dass es ein Riesenfehler ist, sich nicht impfen zu lassen, weil man das Beenden der Pandemie damit zerstört. Gibt nur das oder das. Genau. Und sie hat mir mal gesagt, ich wäre der Einzige, mit dem sie da reden könnte, der dazwischen noch was sieht. Boah, was macht das mit dir, Da war ich sehr stolz drauf. Insbesondere, weil ich selber in dem Zeitraum für mich mich als sehr unwirksam und sehr erfolglos empfunden habe. Also eine große Wertschätzung, eine große Zuneigung, eine große Öffnung, sowas zu sagen, ne? Also offensichtlich spielst du eine ganz zentrale Rolle. Da kommt ja auch wieder Vertrauen als jemand, wo sie sagt, ja, aber du bist aktuell der Einzige, der mir auf eine andere Art zuhört, als du musst das machen oder du darfst das nicht machen. Genau. Und das hat auch auf mich Rückwirkungen gehabt, dass ich nämlich auch immer mehr kapiert habe, dass ich eigentlich nur eine Entscheidung getroffen habe, was die Wahrheit ist. Und ich das, es gibt, also klar, kann man immer sagen, es gibt mehr oder weniger vernünftige Gründe und Wahrscheinlichkeiten, aber letztendlich war es eine Entscheidung, was ich glauben will. Ja, genauso wie Ihre, ne? Das ist eine Entscheidung. So, Genau. die ist Und das da. weiß ich jetzt. Das hat aber nichts an der Entscheidung geändert. Also ich bin immer noch fürs Impfen. Ja, da, und das finde ich spannend, ne? Diesen Shift und dass es nicht darum geht, meine Entscheidung zu ändern, aber klar zu kriegen, okay, meine ist eine Entscheidung, Ihre ist eine Entscheidung. Und will ich daran bleiben? Also, das fand ich jetzt sehr stark, wo du auch vorher gesagt hast, wie in dieser Predigt. Sagt das, oh, wenn ich aber mit ihr Beziehungen haben will und zusammenbleiben will, dann muss ich aufhören, Leute nach Impfstatus einzuteilen. Genau. Und der Impfstatus, der steht ja quasi für das, was wir kennen, für gut, böse, richtig, falsch. Ja. Das ist jetzt der Impfstatus. Genau. Die Geimpften, sagen wir mal, in unserer Welt sind die Guten die Richtigen und die anderen die Falschen, die Bösen, ne? Es klingt nicht so, geimpft, ungeimpft, klingt nicht so hart wie gut, böse, richtig, falsch, aber eigentlich ist es ja genau das, was dahinter steht. Ja, und die Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, sind dann auch noch eine Minderheit. Und wir wissen ja, wie mit Minderheiten oft umgegangen wird und wie schwierig das ist. Ja. Ich fand es für mich auch sehr beeindruckend, das war gestern, vorgestern, als wir zusammen durch Dortmund einen kurzen Spaziergang gemacht haben. Und sie wollte erst nicht, weil sie gesagt hat, um 18 Uhr ist sie verabredet zum Spaziergang. Und das ist dann, das sind diese Spaziergänge, also diese Anti-Demos, die nicht angemeldet werden. Und ich habe gesagt, naja, dann machen wir den so, dass, wo trefft ihr euch? Und dann gehe ich nach Hause und dann kannst du da deinen offiziellen, sag ich mal, Spaziergang machen. Also mir ging es halt darum, ein bisschen Frischluft zu haben, ne? Und auf dem Weg dahin sind wir dann Menschen begegnet, einem, der auch dann sie angesprochen hat oder uns angesprochen hat, ob wir zum Spaziergang gehen. Und ich habe gesagt, naja, ich gehe spazieren, aber ich bin fürs Impfen. Da war er ja schon ganz erschreckt. Und dann haben wir gesagt, ja, auch jemand, der fürs Impfen ist, kann schon mal einen Spaziergang machen. Ich brauche frische Luft.
Ja. Ja, und der war ganz überrascht darüber, dass ich ihn nicht verurteile, das merkte ich. Und eine Bekannte, die wir haben, die ich dann auf dem Heimweg getroffen habe, die auch ein paar Häuser weiter wohnt, wo ich auch weiß, sie ist gegen das Impfen. Ich habe das erst gar nicht kapiert, dass die auf dem Weg ist, sich zum Spaziergang zu treffen. Ne? Und die hat sich versucht, an mir vorbeizuschleichen, was ich ganz unnatürlich fand. Und ich habe irgendwie sie in Gespräch verwickelt und das war extrem oberflächlich und es war ihr auch unangenehm. Und ich habe den Eindruck, na, die gehen, zumindest hier in den OK, die gehen nicht, um ein politisches Statement zu setzen, sondern die gehen, damit sie mal jemanden treffen, der ihre Meinung hat. Der sie nicht verurteilt. Ja, die brauchen das. Mhm. Also ich werde total traurig, bis Tränen fast, wenn ich daran denke, wie es diesen Menschen geht. Ja, ja. Ja, lass uns mal kurz da pausieren und das darf mal Platz haben. Das grad, ich merke, wie es dich berührt. Wie einsam die sich fühlen. Ja. Ja. Und auf dem Arbeitsplatz kann ich mit nur einer Person reden, weil alle anderen haben eine ganz andere Meinung und verurteilen mich auch für meine Meinung. Und stell dir mal vor, ich hätte das für mich. Ja. Das würde ich nicht wollen. Nee, wäre schwer auszuhalten. Kaum, kann ich mir auch kaum vorstellen, auszuhalten. Und die sagen alle mal, wäre falsch. Bis zum Jobverlust. Ja. Ab März gibt es irgendwie da eine Impfpflicht im Gesundheitswesen und eigentlich darf sie dann nicht mehr arbeiten. Das ist nächste Woche. Ja, boah. Und sie verdient und ich bin der Hausmann. Wow. Also das ist schon auch krass, ja, was wir hier durchmachen. Das sind keine kleinen Themen. Ne? Das ist richtig existenziell. Und die Kinder machen sich Sorgen. Ja. Ja, alle wahrscheinlich. Ne? Selbst die Kinder, wo das nicht hingehört, aber ihr zwei sicher auch. Ja, also berührt mich sehr gerade dieses Reinspüren mit. Überleg mal, was sie für einen Druck hat. Ja. Ja, was das für eine Zwickmühle ist, ne? Das ist so ein bisschen so Pest oder Cholera. Also entweder ich mache jetzt das, was ich gar nicht richtig finde, was sich in mir überhaupt nicht gut anfühlt, oder ich bleibe dabei bei meiner Wahrheit und bei meiner Authentizität vielleicht. Und dann muss ich kann mein Leben aber nicht so weiterführen. Kann ich so nicht weiterführen, kann ich meinen Job nicht machen. Genau, und dafür habe ich jetzt inzwischen, merkst du ja, kann ich da Empathiefilter drüber aufbringen. Aber es gab auch mal eine Zeit, wo sie gesagt hat, Deutschland ist nicht mehr mein Land, ich wandere aus. Und ich dann da stand, und wir drei, die Kinder und ich, kommen wir irgendwie drin vor? Nein. Aha, interessant. Ja, also das, Also da habe ich sehr ablehnend dem gegenüber gestanden. Ja, kein Wunder. Ne? Also und das hat deutlich über einen Monat gedauert, bis ich kapiert habe, dass sie das auch aus einem gewissen Affekt daraus gesagt hat, so wie mit dem, willst du mich umbringen, wenn ich impfen lasse. Ne? Ja. Und das war die Zeit, wo sie eben dann, wenn sie zu diesen Demos gegangen ist, die sich Spaziergänge nennen, ihr so unangenehm war, dass sie das auch nicht gesagt hat. Das heißt, da hast du eine Frau, die sagt sowas und dann geht die weg, du weißt nicht wohin und der Sohn fragt einen und wir, hat sie vielleicht gesagt, wohin? Keiner von uns weiß das, keiner weiß, wann sie wiederkommt. Und dann ist sie einmal auch erst um 1 Uhr nachts irgendwo wiedergekommen von irgendwas, jemanden, den sie da, und dann fragt man sich, man geht ins Bett irgendwie, kommt die jetzt nochmal wieder oder? Boah. Oder nicht? Ja. Es ist nicht einfach. Es ist überhaupt nicht einfach. Und mir kommt nochmal diese große Hilflosigkeit, die du benannt hast, vielleicht auch aus diesem Ich wandere aus, ne, ist vielleicht auch so, das, mir fällt sonst nichts anderes ein, ne, aus so einer Ratlosigkeit, aus so einer Hilflosigkeit. Und wie viel Hilflosigkeit oder vielleicht auch Angst, alleine zu gehen, dir nichts zu sagen, das ist ja auch keine leichte oder angenehme Entscheidung. Ne, wahrscheinlich zu wissen, und wenn ich es ihm sage, dann wird er das total scheiße finden und was dazu sagen. Also sage ich es lieber nicht. Ja, ja, ich habe ja auch Sachen gesagt, die dann nicht leicht zu hören sind. Ne? Ja. Also auf das Auswandern hin, ich sage, wo willst du denn hin auswandern? Glaubst du denn, woanders ist besser? Kannst ja mal nach Afghanistan gehen als Frau. Du wirst schon sehen, ob es da einfacher ist als hier. Ne? Ich verstehe jetzt schon, dass das nicht hilfreich ist, sowas zu sagen. Hm.
Ich habe das damals auch tatsächlich geschafft, runterzuschlucken, aber das war der erste Impuls, was ich sagen wollte. Naja, weil bei dir ja auch unheimlich viel Intensität da ist und Ängste und was, wenn sie es wahr macht und wir das nicht hinkriegen, na, weil das hört sich ja alles auf der Klinge an, die Beziehung und die Familie und der Job, dass du da am Limit bist und beide ist ja keine Überraschung. Genau. Und in diesem Versuch dann ins Gespräch zu kommen, wenn dann irgendwie dann noch so ein Instanzvideo kommt und man sieht, dass das den Leuten, die das da versuchen, auch nicht so leicht fällt, das ist schon eine ziemliche Ermutigung gewesen für mich. Ich bin nicht allein, ich bin nicht der Einzige, den es damit gar nicht gut geht. Und ich bin auch nicht der Einzige, der da an seine Grenzen geführt wird. Weißt du, das war für mich schon irgendwie frustrierend. Jetzt mache ich irgendwie seit über 10 Jahren irgendwie GfK-Sachen. Und die sind ja so gut im Reden und können das. Und, ne, und dann zu merken, nee, kannst du nicht. So ein Klassiker, ne? Jetzt mache ich das so lange, ja, dann muss ich das doch hinkriegen. Und wenn ich es nicht hinkriege, ja, habe ich es offensichtlich nicht drauf. Ja. Und diese Erleichterung höre ich so, auch durch die Impftänze zu sehen, das ist aber auch schwierig. Und egal wie viele Jahre Empathie und GfK du geübt hast und andere Leute, die auch viel geübt haben, sind auch am Limit. Weil das echt einen fordert, bis aufs Letzte. Ja, und die zeigen sogar, dass sie im Limit sind. Öffentlich. Ne? Das, ich meine, das ist auch was, warum ich dann darauf kam, dass ich gesagt habe, ich könnte mir das auch vorstellen. Ja? Ich meine, was qualifiziert mich schon? Jetzt ein bisschen, jetzt wo ich es erzählt habe, kommt mir das auch ein bisschen klarer. Ja? Also ich habe Sachen erlebt, die schon irgendwie nicht jeder hat in seiner Beziehung mit dem Thema Impfen, so mit der Intensität. Ne? Aber sagen wir mal, das locker damit umzugehen, ist es jedenfalls nicht, was mich da qualifiziert. Also ich merke das auch. Ich sitze jetzt hier wieder mit verschränkten Armen und finde die Erinnerungen an das, was da zwischen uns gesagt wurde, nicht leicht. Ja, da kommen die ganzen Emotionen und die Aufregung und die Angst und die Sorge und alles, was damit schwingt, ist Ja, und ja. Herzklopfen, ich merke das richtig. Ja. Na klar, weil es geht, es ist ja existenziell. Ne? Geht, also, das kann man ja wirklich so sagen. Ja? Es geht um euer Zusammensein, eure Beziehung, eure Familie. Ja. Und beide so einsam, höre ich. Ne? Du auf deiner Seite und sie, die sagt, du bist der Einzige, mit dem ich da eigentlich reden kann, der mir zuhört. Naja, das ist nicht so. Sie hat ja Leute, die ihr zuhören, aber sie bestärken sie halt in ihrer Meinung und sie hilft, das hilft ihr nicht, ein differenziertes, eine eigene Meinung zu bilden. So, Verstehst du? Also sie geht ja. dahin und dann kriegt sie Meinungen, aber die kriegt sie auch aufgestülpt. Du hast zu glauben, es ist eben so, dass eben es ist, sich die Presse mit den Politikern verschworen haben und die wollen möglichst viele Impfdosen verkaufen. Und siehst du, jetzt kommt noch und noch eine Impfung und die Intervalle werden übrigens auch immer kürzer und das wird noch so weitergehen. Ihr werdet es schon noch sehen. Ja. Naja, offensichtlich hat dein Zuhören ja eine andere Qualität, eine, die sie, ne, die sie schätzt, die sie anders, also das höre ich darin, diese Wertschätzung, wie du eben, wenn du es gerade kannst, wenn es denn geht, zuhören kannst. Naja, dass man auch mal sagen darf, das ist ja was, was ich bei dir ja auch sagen darf, ich bin mir nicht sicher. Und ich schwanke. Und sagen wir mal, gerade mit diesem, es wird, haben das Impfstatus wird gut und böse festgelegt. Das ist auch anstrengend. Und jedes Lager sagt ja, ich bin gut und der andere ist böse. Das sagen beide ja gegenseitig. So, und wenn du diese Grenze überschreitest, das ist auch anstrengend. Und hin und her zu schwanken auch. Also das hat hier auch schon Tränen gegeben. Ja, das glaube ich sofort. Bei der, ich werde kapitulieren und mich gegen meinen Willen impfen lassen, damit ich meinen Job nicht verliere.
Also es auszusprechen ist nicht leicht. Ja. Das habe ich gesehen. Ja. Und da war mir auch, also was Besseres als empathisches Schweigen, habe ich da auch nicht hinbekommen. Und das ist vielleicht weil viel. Ich glaube, dass alles, was ich gesagt hätte, schlechter gewesen wäre. Das kann der größte Beitrag gewesen sein in dem Fall. Zu wissen, ich bin einfach da und ich lasse das mal stehen und sage da nichts. Und das ist das Beste, was ich gerade kann. Ja, kommt viel hoch, viel Traurigkeit, viel Intensität. Also ich kann mich jetzt so ein bisschen einfühlen, wie das ist. Ja. Ja. Und das ist nicht, es sagt sie auch, es ist nicht schön. Hm. Das ist es auch nicht. Mhm. Und vielleicht ist das. Ich finde, das ist ja auch ein körperlicher Eingriff. Und sagen wir mal, sie empfindet den auch stärker, als ich den empfinde. Ja. Ja, hört sich an, als ob du viel Mitgefühl hast und viel, also von wegen in den Schuhen von jemand anders laufen, da viel Zugang kriegst, wie heftig das ist und wie kostbar das ist, wenn dann jemand da ist, in dem Fall du vielleicht, der das einfach mal empathisch einigermaßen urteilsfrei halten kann, wo das Platz haben darf, wie es hier geht. Nein, es gelingt mir ja nicht, das urteilsfrei zu machen. Ne? Also es ist, ich kann dann den urteilsfreien ich kann die Giraffe spielen, sage ich mal. Aber tief in mir halte ich es doch für richtig, wenn man sich anlässt. Ja, und gleichzeitig, wir wissen ja, verstehen bedeutet nicht einverstanden sein. Ja. Das scheint mir schon, als kannst du diese beiden Elemente halten, zu sagen, da ist der Teil in mir, nein, der findet es nicht richtig und der behält die Meinung. Und das ist ja die Kunst, die wir versuchen einzuladen und auch den Leuten zu demonstrieren. Kann das zusammengehen, dass du weiterhin überzeugt bist, es ist eine gute Idee, es ist die bessere Idee, sich impfen zu lassen. Das ist, was ich für richtig halte. Mhm. Und gleichzeitig kann ich trotzdem dich mit deiner Meinung und deinen Bedürfnissen und deinem Schmerz und deiner Angst halten, so wie es für dich lebt. Naja, das war ja wahrscheinlich in meinem Gesicht eben deutlich sichtbar, dass ja. ich damit gehen kann, mit dem Schmerz. Ja. Also mir lag schon auf den Zungen, mich zu fragen, wie das denn für dich wäre, wenn einer sagt dir, pass mal auf, entweder wirst du arbeitslos oder lässt dich kastrieren. Genau. So, ja. So, ich glaube, für sie fühlt sich das fast so an. Ja. Und deswegen wählt sie eben auch eher die Arbeitslosigkeit. Mhm. Ich kann verstehen, dass sich das so anfühlt, ja, und dass es unangenehm ist und trotzdem gleich, also und gleichzeitig ist es so, dass ich, dass es eben keine Kastration ist für mich. Mhm. Es ist, ich finde es nicht so schlimm. Hm. Naja, es ist einfach dein Versuch, ein Bild zu entwerfen, für was machen zu müssen, was hochgradig, unangenehm, schmerzlich ist, was gar nicht geht. Ja, was für mich auch ein No-Go wäre, ne? Ja. Ne? Und dann kriegst du eine bessere Idee. Boah, wenn das so in ihr wohnt, dass das sowas ist, was gar nicht geht, dann ist das eine ganz gruselige Wahl. Pest oder Cholera. Und dann auch noch von allen, das ist ja nicht nur, dass man einen Job verliert, man findet ja auch kaum, also sie findet ja auch nicht viele Leute, die da Verständnis für haben. Ja. Die sagen, ah ja, stimmt, so hast du dich entschieden, das kann ich gut verstehen, wer sagt denn sowas? Ja, und dann das Umfeld und viele Freunde vielleicht sagen, hast du noch einen Passen im Schrank und deswegen genau. Gibst du deinen Job auf und denkst du auch an deine Familie und lalila. Genau. Wobei heutzutage wird ja immer gleich die Kanone gesellschaftliche Verantwortung rausgezogen. Die ist auch geil. Ja. Also an die glaube ich da auch nicht so stark, muss ich sagen. Ja, boah, also noch nicht fertig. Naja, wann ist man da schon fertig mit, ne? Ich weiß es auch nicht, also... Also ich kann mich auch an ein Gespräch erinnern, wo sie sich überlegt hat, dass sie vielleicht sich impfen lassen muss. Das ist ja für sie wirklich wie ein Zwang. Und dass sie sagt, sie will das aber bis zur letzten Sekunde hinauszögern. Und da habe ich hiervon abgeraten, weil ich glaube, dass wenn sie Klarheit hat, dann wird da schon
Selbst wenn sie Klarheit hat, etwas zu tun, was sie eigentlich nicht will. Es ist trotzdem einfacher als diese Zeit. Und die Zeit läuft ab. Und das Ding, das ist ja, diese Kugel rollt ja immer näher auf einen, unaufhaltsam. Kalender kann es nicht aufhören. Der 1.3. ist irgendwann mal. Also. Ja. Und dann bist du gerade noch in der Prüfungssituation, wo du so Prüfungen lernst für eine Ausbildung, die sie dann aber vielleicht niemals ausüben kann. Es ist total absurd, finde ich. Ich könnte da nicht sitzen und lernen. Und ich glaube auch, dass ihr das sehr schwer fällt. Ja, schwer vorstellbar. Da noch. Und entsprechend habe ich auch Verständnis dafür, dass bei Dingen, die sonst so im Leben so eine Familie schon mal irgendwie an Stressoren gibt, dass sie da dünnhäutig ist. Ja. Ja. Ja, also ich höre das, die immense Spannung, die ihr beiden tragt, durch diese Thematik, durch diese Entscheidungen, die da getroffen werden müssen. Und wenn man da in unterschiedlichen Lagern ist, in dem ich finde, ich glaube, das ist richtig und ich glaube, das ist richtig. Und da ist das Impfen ja nur jetzt ein aktuell gesellschaftliches, so relevantes Thema, aber diese Art von Lager gab es ja schon immer, ne? So ist jetzt. In der Beziehung, was weiß ich, da wählt der eine CDU und der andere die Grünen oder die Linken und es ist oft besser, dass man das nicht weiß. Das ist so ein bisschen abgeschwächt dasselbe und dann kann es sein, das kriegt man nicht zusammen. Oder als ich Kind war, hast du einen Commodore oder einen Atari? Ja, weil das sind so die Sachen. Total verfeindet. Ja, da bist du bei dem im falschen Lager, bist du blöd. Mhm. Und das ist dasselbe, nur mit deutlich erhöhter Intensität. Ne? Ja, weil es irgendwie, es ist irgendwie nicht so, ich weiß auch nicht, wie man das sagen, also es ist nicht selbst gewählt, ne? Also dieses Atari und Commodore Beispiel, man muss ja keinen Homecomputer haben. Und die meisten Leute, die ich kannte, hatten auch keinen. Insofern war das, ne? Aber heutzutage ist ja, hat das schon irgendwie, es trifft jeden. Also jeder hat sich, das ist wie, man muss sich entscheiden. Ja, du hast keine Wahl zu sagen, ja, das ist mir egal, aus der Sache ziehe ich mich einfach raus. Weil ja, es geht mich nichts an, ne? Ja, ist mir wurscht. Ne? Du kannst, und es ist auch leicht zu sagen, na gut, du hast halt einen Commodore, ja, meinetwegen, du hast ja keine Ahnung, aber weiter hat es auch nicht, also kann man locker drüber hinwegsehen, wenn man will. Genau. Und da, ja, du wirst dazu gezwungen, quasi dein Lager zu wählen, ne? Genau, das gibt irgendwie so scheinbar wie so ein Rasiermesserklinge, die da steht und dann gibt es ein links und ein rechts und auf der Rasiermesserklinge zu balancieren ist einem nicht gegeben. Ja. Und das ist alles nicht so tragisch, solange alle oder die meisten in meinem Umkreis im selben Lager sind, aber wenn die Trennlinie mitten in der Beziehung läuft, dann ist es besonders schwer. Mhm. Und dann braucht es diese Klarheit der Entscheidung. Es hat mich sehr berührt, wo du gesagt hast, ja, aber ich habe mir dann überlegt, die Beziehung hat Vorrang und ich möchte, dass wir zusammenbleiben. Das ist, glaube ich, die entscheidende Klarheit, die es braucht. Und idealerweise ist sie bei beiden vorhanden, um zu sagen, okay, dann müssen wir uns dem Thema irgendwie anders zuwenden. Dann wird es nicht reichen, wenn wir im Richtig-Falsch-Modus bleiben. Weil dann wissen wir, was der Preis ist. Dann ist es absehbar. Ja, ich habe mal hypothetisch Sie gefragt, was Sie denn machen würde, wenn ich sage, entweder lässt du dich impfen oder ich lasse mich scheiden. Das wollte sie nicht beantworten, aber es ist irgendwie, also ich habe für mich, ich weiß nicht genau, was sie gesagt oder gemacht hat, aber für mich ist schon die nonverbale Antwort, dass ich sie das richtig ätzend finde, aber dann würde sie sich doch impfen lassen. Aber das ist, ich bin ein großer Fan von Freiwilligkeit. Also das würde ich nicht machen können. Ja. Dann wäre ich sehr unglücklich. Ja? Ja. Und das ist es mir nicht wert. Das habe ich mir sofort gedacht, dass du das nicht willst, weil, na, so kenne ich dich, du würdest nicht wollen, dass sie das macht, selbst wenn du es noch so richtig findest, nur auf deinen Druck hin. Genau. Ich meine, auch deswegen bin ich auch gegen eine Impfpflicht. Ich meine, das war's, ne? Wenn es uns mal wieder schlecht geht, dann haben wir da zumindest ein gemeinsames Spielfeld mit einer gemeinsamen Meinung.
auch die Meinung ist auch, also die Basis, wie wir da hinkommen, die ist völlig unterschiedlich, aber immerhin haben wir da eine Meinung, ne? Ja, das ist schon mal eine Entlastung, das ist zumindest mal ein Verbindungspunkt. Ja, ja. Also bei mir ist es stark, ich bin echt ein großer Fan von Autonomie und selbst entscheiden können und ich glaube, das macht einen glücklich, wenn man das kann. Und bei Heidrun ist eben, weil es halt falsch ist, durchimpfen zu lassen. Ich meine, das ist ein bisschen sehr kurz, finde ich, aber trotzdem haben wir ein gleiches Endergebnis, ne? Und wir merken auch, ich glaube, man kann feststellen, und bei all unseren GfK-Kenntnissen, wie groß, wie hoch die Herausforderung ist, da sich zu begegnen. Es ist leicht gesagt, sagen wir mal, ja, also richtig und falsch ist nicht gut. Wir gehen in dieses Feld jenseits von richtig und falsch und da begegnen wir uns, alles ganz easy. Was aber, wenn die Bedürfnisse hintendran, in diesem Fall Impfen, nicht Impfen, so elementar sind und an die Substanz gehen, ans innere Überleben gefühlt, ne, dann ist es nicht so trivial. Aber lass uns doch treffen in dem Feld, wo es kein richtig und falsch gibt. Ja, wobei ich finde, dass es künstlich elementar gemacht wurde. Also ich empfinde selber eigentlich das als gar nicht so schlimm elementar. Ja, also bei mir ist es so, die drei hier in der Familie haben alle Corona gehabt und haben das alle irgendwie überlebt. Und ich habe das nicht gekriegt. Und dann kannst du auch sagen, hey, siehst du mal, wie die Impfung wirkt? Aber es kann auch Zufall sein. Das wissen wir halt nicht, ne? Aber ich glaube, ich hätte es auch überlebt. Also ich finde es nicht so elementar. Das ist gar nicht diese Dringlichkeit, diese Panik. Wobei ich auch schon, also diese Angst, die dann immer geschürt wird, das Gesundheitssystem bricht zusammen. Am Anfang wusste ich ja gar nicht, was damit gemeint ist. Also ich finde es schon auch gut, wenn man in der Lage ist, jemanden gesundheitlich zu versorgen, so gut wie die Deutschen das eben können. Ja. Mit all den Schwächen, die so ein Gesundheitssystem hat. Ne? Aber das Leben geht auch weiter. Also das habe ich schon sehr, sehr früh mir überlegt, dass da die ersten Zahlen kamen. Das war wie März 2020 oder sowas, dass ich mir dann mal ausgerechnet habe, was passiert denn, wenn wir null Maßnahmen machen und es weiterlaufen lassen. Und dann kommt dabei raus, ja, im Vergleich zur Pest ist das ein Witz. Die Pest hat die Menschheit auch überlebt. Ja, also uns als Spezies, es ist überhaupt für mich ganz unstrittig, dass das kein bisschen gefährlich ist. Ja, teilst du nicht. Die Spezies Mensch. Und das ist ja das, wo wir im Leben eigentlich hinwollen, dass man weiter, also das ist ja, was die Gene wollen, dass man tut. Ja. Insofern habe ich diese, ich empfinde das schon auch als künstliche Druck und Angst, der da gemacht wird. Ja. Ich habe so ein bisschen Blick auf die Uhr, ich glaube, wir sind schon gut über eine Stunde am Sprechen und habe so die Tendenz, ein bisschen abzurunden. Frage mich gerade, wie wir so einen Punkt unten dran setzen. Magst du sagen, wie geht's dir jetzt gerade nach so einer Stunde da reinspüren in die ganze Thematik, ganz besonders auch in eure Beziehung, in das, wie es Heidrun dabei geht? Also es war eine ziemliche Achterbahnfahrt für mich, das Gespräch. Ich habe immer noch deutlich alarmiert. Ich fühle mich alarmiert im Bauch. Also das ist, als wenn die Adrenalin hochkommt und ich auf dem Sprung bin. Wahrscheinlich werde ich mich auch gleich bewegen wollen, müssen. Wollen, ja. Ich glaube, wollen gefällt mir besser. Aber ich empfinde auch eine große Entspannung dabei, dass wenn ich dir das erzähle, dass das viel, was ich erzähle, Vergangenheitsform ist. Mhm. Und ich sage, das ist irgendwie, also es gab irgendwie hier, es wird immer schlimmer, aber sagen wir mal, die Kuppe des am schlimmsten scheint mir überwunden zu sein. Mhm. Es kann natürlich noch der nächste Berg kommen, der noch höher ist, den sehe ich aber noch nicht. Ja. Also es war schon mal schlimmer, als es jetzt ist und auch das habe ich gespürt. Aber ich spüre, also insgesamt muss ich sagen, die Anspannung, die überwiegt. Ja. Naja, du hast nochmal die ganze Achterbahn so ein bisschen durchlebt. Die Intensität ist noch da, höre ich das ganz schön heftig und gleichzeitig feiere ich total zu hören, ja, da ist aber auch eine Zuversicht und so merken, da war so ein Höhepunkt, der scheint überschritten bei allem, was man vielleicht noch nicht sehen kann, aber das berechtigt zur Hoffnung zu sagen, wir sind vielleicht auf einem Weg zu Verbindung, zu untereinander irgendwie zur Verbindung. Es ist noch lang nicht durch, höre ich. Nee, wir können immerhin wieder miteinander reden. Ja.
Und sogar über das Thema. Ja, wow. Und das allein schon, glaube ich, Und sehr groß. das war monatelang nicht der Fall. Ja, wow. Das berührt mich. Also mich hat auch das ganze Gespräch berührt. Unter anderem natürlich, weil ich dich kenne, weil ich euch beide kenne. Und ne, weil es, ja, das ist auch für mich nah und ich weiß darum und möchte natürlich, dass es euch gut geht. Ja. Also es ist schon mal was anderes, irgendeine Story zu hören von Menschen, die weit weg sind, die man nicht kennt oder wenn man da einen Bezug zu hat. Also danke dir, bin sehr dankbar auch fürs offene und verletzliche Teilen. Es war für mich besonders und habe die Hoffnung, also die Hoffnung habe ich ganz stark, dass das ein Beitrag sein kann. Weil ich glaube, also ich bin fest überzeugt, dass das, was ihr durchmacht, machen sehr, sehr viele durch in der einen oder anderen Form. Ja. Dann hoffe ich, das kann vielleicht eine Unterstützung sein, wenn welche das hören, sagen, oh ja, es gibt vielleicht noch eine andere Möglichkeit, sich da zu hören und da durchzugehen. Danke dir.